mein Gott, Leute, ich dreh gleich durch. Wir gehen heute zu den Ehrlich Brothers. Meine Mutter dreht schon komplett am Rad. Der Max dreht komplett am Rad, weil wir vergessen haben, die Legria zu laden. Tja, und wer ist daran schuld, ne? Welcher Pimmelberger, der da hinten? Ja, jetzt nehmen wir halt die Kennen mit. Ja, wir dachten, wir nehmen euch einfach mal mit. Bis dann. So Leute, wir machen jetzt so einen kleinen Zwischenstopp. Und wo, Max? Ja, er wird auch Dirigent genannt. Wo, Max? McDonald's, aber ich esse da natürlich nichts. Ich schon. Oh mein Gott. So, Freunde, wir sind jetzt in der Porsche Arena angekommen, dürfen leider schon eigentlich fast schon gar nicht mehr filmen, gerade schon Security. Oh mein Gott, während der Show haben sie nicht so ganz verstanden, was das eigentlich bedeutet, aber mein herzlichen Gott. Glückwunsch für die Dummheit, Freunde. Wir gehen jetzt auf jeden Fall rein. Wir müssen erstmal unsere Plätze finden, das ist erstmal Punkt Nummer 1. Ehrlich Brothers, schauen wir mal, was sie können, die zwei. Vielleicht sind sie gar nicht so gut wie die Schinken Brothers. Plätze haben, aber ja, die haben sie uns leider nicht gegeben, die Bengel. So Leute, wir sind jetzt back im Auto, die Show ist vorbei, genau. Wir brauchen wieder Ewigkeiten hier, weil wie nach jeder Show... Kommt man nicht aus dem Parkplatz raus, Freunde, hier im Hintergrund seht ihr noch die Arena, hoffe ich, nee. Sieht man nicht, aber wir fahren jetzt gerade hier raus und Max, wie fandest du die Show? Wunderbar, ich bin positiv überrascht auf jeden Fall. Das hat sie natürlich sehr begeistert angehört, Freunde. Also wirklich, ich konnte damit so früher, Chris war immer so ein kleines Zaubererkind früher auf jeden Fall. Ich konnte damit noch nie so viel anfangen, aber jetzt ohne Scheiß, es war richtig, richtig geil. Okay. Also wenn ihr es mal sehen wollt, kann man nur empfehlen, Freunde, kann man nur empfehlen, wenn ihr Zauber interessiert seid. Wir blenden euch mal den Link ein. Fett gecashed. auf jeden Fall, wir fahren jetzt nach Hause und dann schauen wir mal. Vielleicht sieht man noch was von uns, vielleicht doch nicht. Doch. Natürlich, Leute, werden wir jetzt was, Max? Ja, heimkutschiert, weil wir sitzen auch hinten. Genau, wir sitzen beim Fahrer. Fast Ready heißt er, wenn ihr den mal buchen wollt. Auch Link in der Beschreibung, Freunde. Gerne mal auschecken. Ist ziemlich teuer, aber er fährt auch Fast Ready, ne? Ciao. We're really fast. Oh, they see me rolling. Fast Ready, gib mal ein bisschen Gas, komm. Ja, wir fahren viel schneller. Wow. Jungs, die Fahrt, die ist immer wieder eine Reise wert. Die ist ihre Groschen wert. So, Chris, sind wir ja wieder zu Hause. Ja, genau. Wo sind wir? Zu Hause. Wunderschön, ne? Ja, Freunde. So, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute. Ne? In diesem Sinne, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Ne? Wenn ihr mehr solche Vlogs sehen wollt. Richtig, genau. Wenn nicht, dann auch. Ja. Und ihr könnt diesen Channel natürlich auch kostenlos abonnieren, um nichts mehr von uns zu verpassen. Mein Gott. Hier geht's wieder zu unserem letzten Video, genau hier drüben. Genau. In diesem Sinne, Leute, Keulen schwingen, nicht vergessen. Ciao. Missgeburt. Du Missgeburt. Du Missgeburt.